Deutschrap retten. Nun gut. Was braucht der Boss dafür? Ein Wingman. Einen verdammt guten Soundmann. Und seinen treuen Butler. Stets zu Diensten, Boss. Meine Damen und Herren, mein Partner Agent Nummer 1 wird Ihnen jetzt den biomechanischen Elektroneutralstrahlen-Nullsynapsen-Repositionierer demonstrieren. Hiernach vergessen Sie alles, was Sie die letzten Jahre in diesem Sauerhaufen Deutschrap miterleiden mussten. Vielen Dank, Agent Boss. Herrschaften, Sie kennen sicherlich das Gefühl. Sie drehen ein TikTok-Video zu Hause und stellen Ihr Ringlicht auf. Das machen Sie dann an und es blitzt einmal hell auf. Das gleiche passiert jetzt mit Ihnen. Sie werden geblitzt, Dings. Ah, ist er Hafe. Boss, auf den Morgen, Freunde. Aufstehen, aufstehen. Es ist endlich soweit. Die dunklen Zeiten sind vorbei. Wir hauchen Deutschrap wieder Leben ein. Und das geht nur mit einem absoluten Instant-Classic-Album. Wie heißt das Album? La Deutsche Vita. Ach Freunde, ihr seid's wieder. Ja, herzlich willkommen im Billionaires Club. Das ist hier der Bereich, wo das neue Kollege-Album entstehen wird. Ich zeige euch mal ein bisschen, was hier so abgeht. Das ist hier der Barbereich zum Beispiel. Hier wird der Frederik uns immer, während wir hier arbeiten, mit Drinks versorgen, mit Essen, mit Nahrung, mit allem Pipapo. Und auch das eine oder andere Mal natürlich herhalten als menschliches Snare. Hier links haben wir natürlich, das darf in keinem guten Studio fehlen eigentlich, oder? Das wollen wir mal zeigen. Das ist hier der obligatorische Pokerraum. Denn beim Pokern kommt man tatsächlich manchmal auf die besten Punchlines. Und wenn ich mich hier hinsetze auf meinen Thron, das ist übrigens der originale Thron von der Alpha Gene 2 Tour. Wenn ich hier so sitze, dann fließt manchmal einfach der kreative Strom, liebe Freunde. Und was habe ich mir eigentlich gedacht bei dieser ganzen Geschichte hier? Ich wollte es mal so machen, wie ich damals angefangen habe. Ich habe mein Zuhälter-Tape 1 aufgenommen, zu Hause, bei mir. Im Kinderzimmer, kann man eigentlich sagen. Mit einem Billigmikrofon, jeder kennt die Story, 15 Euro Mic, irgendwie verkabelt die ganze Geschichte. Und dann zu Hause, laidback, auf dem Stuhl aufgenommen. Und ich wollte so ein bisschen dieses Feeling wieder haben. Aber natürlich sind wir jetzt, war das 2005, jetzt haben wir 2023, das ist 18 Jahre her mittlerweile. Aber es ist das erste Album, das ich seit 2005 wieder zu Hause aufnehme. Und ich bin der Überzeugung, zu Hause im Sitzen aufnehmen mit einer Zigarre in der Hand macht einfach nochmal einen Unterschied. Es gibt eine besondere Magie. Es ist was anderes, als wenn du in irgendein Studio fährst, wo du einen Soundingenieur bezahlst für die Stunden und alle haben Zeitdruck und wollen eigentlich wieder nach Hause. Hier wird ein episches Album entstehen. Ein Album, was heraussticht in meiner Diskografie. Da bin ich jetzt schon sicher. Ich zeige euch mal noch den Rest. Kommt mal mit, Freunde. So, rein in die Masse ist hier das Motto. Und wenn mal gar nichts klappt, dann haust du einfach hier gegen diesen Sandsack und gehst dann wieder hier nach rechts. Und hier ist eigentlich der Hauptbereich, hier ist das Studio, hier sind die Jungs auch schon am werkeln. Wir sind gerade an einem Beat dran. Das wird die erste Single. Ich habe eine konkrete Vorstellung davon. Es soll, wie das ganze Album eigentlich, so ein Blueprint-Kollege sein. Nach all den Jahren, wo ich verschiedene Facetten gezeigt habe, verschiedene Stilwechsel auch gemacht habe, möchte ich mal wieder zurückkehren, back to the roots, aber an dem Stand gemessen, an dem ich mittlerweile bin, nach 18 Jahren in dem Game. Und es ist eigentlich eine Symbiose, die ich mir vorstelle aus Nostalgie, aber auch Modernität im Sinne von, in einer Zeit, wo eigentlich nur Plastikmusik produziert wird, ein organisches Album in der Tradition eines Dr. Dre, eines Timbaland zu machen, wo sich noch Zeit genommen worden ist, wo noch Liebe in die Musik gesteckt worden ist, wo an den Beats noch rumgefeilt worden ist, so damit es zeitlos ist. Das ist eigentlich das Wort, was dieses Album, so wie ich es mir im Kopf jetzt vorstelle, am besten trifft. Zeitlose Kunst.
Punchlines, Ideen. Tja, hätte man mal ein paar Leute, die für einen schreiben, aber nichts da, weit und breit. Was? Sie machen sich ein bisschen verrückt. Machen Sie es doch wieder wie früher. Meinst du? Ja. Wie denn? Ein bisschen Laidback. Laidback? Laidback. Na gut. Ja klar, man ist lange raus aus dem Spiel, kreist da irgendwo Druck, aber ja, irgendwann platzt der Knoten dann auch. Mehr. Mehr Laidback. Wie war das denn früher so? Du meinst ganz früher? Ganz früher. Ja, Boss, genau so. Ich hab da auch schon eine Idee. Ich glaube, ich habe gerade die erste Punchline. Frederik, du hast deinen alten Boss mal wieder aus der Patsche geholfen. Danke, Boss. Als Belohnung bekommst du eine Rückhandstelle. Oh, was? Nähere dich mit deinem Antlitz der Rückhand des Bosses. Oh, danke. Vorzüglich, Boss. Los geht's. Ab ins Recording-Studio. Wieder laid back. Wieder old school, so smooth, so fresh. Kingship, Vintage, wie dein Tape Deck. Bei dem Ansatz, den wir hier haben bei dem Album, ist natürlich ein ganz entscheidend wichtiger Punkt die Soundqualität am Ende. Das muss natürlich alles sehr wertig, sehr, sehr pompös, clean, aber doch charakteristisch und charmant klingen. Es ist eine Frage des richtigen Mixes und des richtigen Masters und hier lassen wir gar nichts anbrennen und arbeiten mit den absoluten Vollprofis zusammen. Hi, ich bin der Masri, ich bin Produzent und Audio-Engineer. Bin jetzt hier beim Kolle eingeladen. Ich esse gern Schokolade. Vielleicht machen wir jetzt in den nächsten paar Tagen ein paar geile Songs. Ba, 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 ba. Geil, erster Arbeitstag beim Boss. Nice, Mann. Yo, was geht ab, Friends? Freut mich hier zu sein. Grüß dich, Bolli. Kolle. Ich bin der Masri. Hey, wie geht's? Alles klar? Wir kennen uns. Jo. Na? Erzähl. Ach, das ist doch der Frederik. Hey! Was ist der immer so? Also, ich stehe dem Boss jetzt schon etliche Jahre im Dienst. Da kamen schon so einige Weggefährten vom Boss, die den Boss im Nachhinein hintergangen haben. Und ich traue diesem Braten nicht so wirklich. Diesem Maserati, wie der auch immer heißt. Der ist mir nicht ganz geheuer. Ich habe da ein Näschen für. Er ist natürlich sehr loyal zum Boss und relativ skeptisch gegenüber Fremden. Okay, Mann. Ich dachte, der wäre ganz nett. Ja. Wir machen das immer so, ja, dass er dich mögen lernt hier, Frederik. Danke, Boss. Ach, komm mal, jetzt ist er doch ganz entspannt. Fein, Frederik. Ja, wenn das so ist. Hier, Frederik. Ja, das ist die Loyalität. Ne? Okay. Nichts vom Fremden, er kennt dich noch nicht. Weißt du ja nicht? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Hund so aggressiv auf einen Besucher reagiert. Ne? Also wie gesagt, ich habe selber einen Hund und der ist schon ein bisschen stämmig und manchmal nicht so gut auf Leute zu sprechen. Aber was Frederik heute gemacht hat, so, der ist ja extremst aggressiv auf dem Maske. Also der muss einen Duft an sich tragen. Keine Ahnung. This ain't a thing but a summer jam. So, wir bauen jetzt gerade den Beat für die erste Videosingle. Und wir machen es eigentlich ähnlich, wie wir es damals gemacht haben mit dem Song Alpha Genetik. Da kam irgendwann Asche mit dem Sample zu mir, damals von Mafia, dem Videospiel, und hat gesagt, check das mal ab. Und ich habe mich erst so ein bisschen gegen das Sample gewehrt. Aber dann mit der Zeit habe ich es gefühlt. Und er hat jetzt hier wieder aus seiner Mottenkiste, keine Ahnung, wo er das wieder hervorgezaubert hat, aber es ist ein wunderschönes Sample, das zu dem Album passt. Es geht auf. Und jetzt machen wir gerade die Drums. Die müssen schön rollen, die müssen flowen. Das muss ein Song werden mit drei Parts. Punchlines in die Fresse. Der mit Deutschraps Mutter wieder gefickt wird. Da muss ich den Leuten zeigen, wo der Hammer hängt, wie Baumarktberater. Also das wird ein schönes Ding, das kann ich jetzt schon sagen. Mit dem Sample steht und fällt der ganze Beat. Wenn das Sample schön ist, und ich bin ein Sample-Freund. Ich bin ein Sample-Freund alter Schule, das muss ich euch sagen, Freunde. Ich kann eigentlich mit diesem neumodischen Gedudel, was immer nur ein Xylophon und eine Flöte oder irgend so ein Instrument hat, hier und da kommt das geil, aber wenn alles gleich klingt. Ich mag es, organische Beats, organische, schöne Samples, wo man merkt, das ist noch ein richtiger Streicher gewesen mal. Das ist mehr meine Welt. Und bei diesem Album geht's um Atmosphäre, um den klassischen Kollegen. Und eher bei den Drums wollen wir uns so ein bisschen
an der modernen Soundqualität orientieren. Und die programmieren wir jetzt. Boss, was machst du denn da alleine so auf dem Thron? Der Masri hatte heute seinen ersten Arbeitstag. Und ich habe jetzt hier einfach mal so einen richtig bescheuerten 16er geschrieben mit einer überwacken Hook. Und sagt ihm jetzt gleich, lass uns mal noch einen Beat bauen und der wird auch überwack. Und da will ich einfach mal sehen, was er dazu sagt. Ob er die Eier hat, mir zu sagen, dass das der letzte Scheiß ist. Masri? Ja? Können wir da was aufnehmen eben? Ja, Mann, das ist eigentlich schon das Drumset. Und dann würde ich jetzt einfach hier so schnell was einspielen. Die geile Melodie, die ich im Kopf habe. Das ist es eigentlich auch schon. Das nennt man Krebs. Krebs. Wenn man so eine Treppe baut. So. Bum, 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 bum. Ja. Ein schöner Krebs. Du müsstest mir aber einmal den Autotune-Effekt aufdrehen. Oder der Boss wird wieder alles übernehmen. Als hätte er ein Helfer-Syndrom. Ey, Kid, du bist von den Leuten den Spott leid, deine Gang. Das eigentlich auch schon. Können wir das einmal hören, wie es klingt? Klar doch. Ne, es geht ins Ohr. Ja. Ein Ohrring. Ey, pass auf, folgendermaßen. Ja, 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 ey. Kid, du bist von den Leuten den Spott leid. Deine Gang traut sich nicht in Boxfights. Der Boss, ich komm back in Spotlight, weil ihr soft seid wie Soft Ice. Kid, wenn du mich fies anguckst, tret ich dir in die Eier und den Schniedelwutz. Ey, ich bin Etepetete und schmier dir eins über mit der Gänsepastete. Yeah, das ist aus Gänsefleisch. Ne Gans ist so ein Vogel, kennst du vielleicht? Vielleicht doch nicht, du komischer Honk. Mein Rari steht knallrot hinterm Tor wie der Zonk. Das ist Street Business. Hängen mit den Models und wir pappen all die Bottles im Club. Street Business. In der Hood mit den G's, wenn die Cops kommen, knallen wir die ab. Street Business. Ja, yeah. Mach mal kurz Pause. Was sagst du so? Da musst du auf jeden Fall noch viel mehr rein. Schon so eine knallige 808. Aber hat das Potenzial? Ja. Ehrliche Meinung. Ich will ja auch keine irgendwie Zuckermantel über, wenn es scheiße ist, sag. Also ich würde sagen, es ist keine Single für deutsche Liebe. Aber Albumtrack ist krass. Aufnahmeprüfung bestanden. Masri Tag 1, du bist an Bord. Du bist keiner, der nach dem Mund redet. Der letzte Scheiß, Alter. Hau das da irgendwie auf die Modus Mio Playlist. Da macht das noch ein paar Mio Klicks. Ja, ja, genau. Ein bisschen mitnehmen. So spät. Ja, ich trinke noch ein Hemd zum Training noch. Morgen früh 6 Uhr. Ja. Was haben wir jetzt? 3.30 Uhr. Ja, 2 Stunden schlafen. Also gleich zapp. Ich trinke noch einen Haffi zum Einschlafen. Ja. Wie? Einschlafen? Moment, Moment, Moment. So haben wir nicht gewettet, ne? Warum? Haben wir nicht gesagt, wir machen noch ein Battle? Ach ja. Tagesbattle. Jungs. Boah, Junge. Einmal hier so ein kleines gepflegtes Darts-Match, ne? Du willst uns herausfordern? Ja, klar will ich. Kannst du das? Ob ich das kann? Dann. Bruder, ich habe das erfunden. Niemals. Ha, zeig ich dir jetzt. Der schwingt aber, musst du reden. Ey, das wollen wir jetzt aber sehen. Sollen wir eine schnelle Runde machen? Ja, komm. Es muss doch eine Challenge geben dabei. Einfach so, okay. Da mach ich jetzt nicht um die Zeit. Der Masri darf sich was aussuchen heute mal, was wir machen. Dann würden wir erste, zweite Platz machen und okay. Masri landet auf dem letzten. Nach der Ansage. Der hat uns ja herausgefordert. Ja, eben. Ja, okay. Was ist mein Einsatz? Du musst einen Song machen. Du musst rappen. Okay. Wir schreiben dir einen Song. Dass ich nochmal auf meine alten Tage dann den Rapper mache, sagst du? Hundertprozentig. Wenn ich gewinne, hast du gesund, wirst du sehen, wie das passieren wird. Okay. Alte Tage ist ein gutes Stichwort, weißt du? So, früher gab es ja noch die echten Rapper, ja? Ihr seid ja so die Letzten eurer Art. Ich wünsche mir dann so ein Battle von einem Sammy, von Morlock Dilemma. So, das würde ich mir wünschen. Gegeneinander. Dass man das mal wieder ein bisschen aufleben lässt. Natürlich, klar. Ja, aber wie sollen wir die hier hinholen? Die Rap, die sind doch teilweise gar nicht mehr aktiv. Ja, was wäre, wenn ihr das macht? Das ist cool.
Ich meine, es wird sowieso nicht passieren. Aber wenn, dann mache ich dich als Morlock dir mal platt. Okay, dann mache ich den Sammy. Boah, ja, ja. Ich mache den Sammy. Okay. Okay? Ja, let's go. Also, eigentlich wollen der Boss und die Nummer 1 ja Feierabend machen. Und dann kommt dieser Masharirari, dieser komische Typ und will noch Pfeile spielen. Weiß ich nicht. Komischer Typ. Und dann macht er daraus so eine Challenge. Ja, haben wir es gemacht. Heute werdet ihr Neider geklatscht. Okay, wo ist die Linie hier? Pass mal, abgemessen. Nein. Du kannst hier so stehen. Ja, Mann. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Ja komm, ein Ründchen Dart geht immer. So, jetzt hier, Bosch, Achtung, hier, guck mal her. Was? Jetzt ist er der Großmeister dran. Guck mal, wo du stehst, Digga. Da kriegst du einen Low-Kick. Guck mal, wo der stand, der war schon fast hier. Ja. Guck mal, Digga, wo du schon wieder stehst. Digga, von wo willst du, Alter? Schau mal, ey, guck mal, wo mit der Fußding ist, Junge. So, jetzt kommt der Boss wieder, auch in Fachkreisen genannt Darth Vader. Wenn du nicht aufhörst, ich bleib so stehen, damit du die Linie nicht spürst. Ja, ja. Oh. Okay. Ja, beide, wenn ich mach jetzt auch mal ein Bullseye. Ja, komm. Warte, hab ich schon gedrückt? Nee, musst du einmal. Ja. Player 2, throw the dart. Bullseye. Mit Ansage. Voll ins Bullseye wie eine Schmeißfliege. Guck, wo dein Fuß ist, Junge! Ist nicht wahr, ne? Triple 18! Oh, wie sieht das denn jetzt aus? Der ist einfach auf den zweiten Platz gerutscht. Man muss es ja spannend machen, ne? Yes! Geil, Mann! Ja, Boss. 0 Punkte, ne? Hat der jetzt echt die 4 getroffen? Okay, Friends, wir haben ein Battle. Morlock Dilemma gegen Sammy Deluxe soll es sein. Bitteschön. Okay, wir haben ein Battle, Ashkobar. Wir stärken uns jetzt noch einmal für das Battle und wir müssen uns Zeilen ausdenken, während wir essen. Wir machen hier eine schnelle Nummer. 10 Minuten texten gleich und dann ab ins Battle. Ich muss mir auch mal die alten Sachen von Sam jetzt nochmal geben, weil ich weiß gar nicht mehr, was der so gerappt hat und den Flow. Krieg keine Mühle, mag wieder. Wir sind reich, verdammt nochmal. Ey, weißt du, was das Problem ist? Ich kenne nichts von Morlock Dilemma. Alter. Bruder, du kennst Morlock Dilemmas Sache nicht, das sind fucking Classics. Gib dir Hexenkessel 1, gib dir Hexenkessel 2. Ich kenne den von den Battles so, aber ich kenne keine Musik von dem. Haram! Du musst doch Morlock Dilemma kennen. Ich sag ehrlich, das ist eine Bildungslücke bei mir ein bisschen. Du solltest Morlock Dilemma kennen. Du denkst dir, diesen Morlock Dilemma kennen. Den wirst du gleich kennenlernen im Battle gegen die Nummer 1 aus dem Osten und der Leipziger kommt und schießt dir mit dem Butterfly in deine Augenbänder. Ich bin dreist, verdammt nochmal. Du bist nicht dreist, du hast lang deine Rente schon eingezogen. Morlock Dilemma kommt dich verglänzt du mit verkneteten Hoden. Und ich nehme immer hohe Dosen wie Pringles-Nutzer. Du musst bei Morlock Dilemma auf Reimästhetik achten. Morlock Dilemma ist der größte Reimfetischist nach mir. Das heißt, hier muss alles sitzen. Was meinst du, warum der 6 Jahre kein Album rausgebracht, Bruder Herz? Der sucht immer noch nach dem letzten Reim vom Outro, die letzte Zeile. Da fehlt ihm seit 5 Jahren noch der perfekte Reim. Sammy ist nicht schwer. Sammy geht auf Flow komplett. Hamburg City Rules, Sammy Deluxe ist zurück. Ich bin der erste wahre Rapper hier, der Waker, der MC aus Hamburgs Finest, der mit den Klippen da leider nie und eine Bühne betreten, dich von der Bühne zu. Von der Bühne zu drehen? Ja, ja, das ist doch. Fuck, Alter, komm mal mit, ich mach das hier. Ich geb dir zu viel Futter. Aber ich hab dir schon einige Lines, so, wir haben auch gleich die Zeit rum. 10 Minuten haben wir gesagt, das reicht für den Sammy. Das Battle endet relativ tödlich. Nimm deine grüne Brille ab, hier steht der Märchenschlosskönig. Komm, nimm mal eine Platte. So, Zeit ist um, Arschkuppe. Reicht. Komm, hau da einen Beat rein jetzt, Masri. Ich will Feierabend machen. Direkt? Ja, hau da einen Beat rein. Irgendein Battle-Beat. Wie wär's denn mal mit Shook Ones zum Beispiel? Ja, natürlich. Oder? Klar. Bei den beiden Größen. Okay, ja, bist du bereit? Für Runde 1. Du denkst, du wirst tight, aber nein. Okay. Wer macht den Anfang? Morlock Dilemma fängt an. Morlock Dilemma fängt an, denn er hat Eier wie Stiere. Underground for Legacy. Gib mir den Schuck. Selbst bei Kopf oder Zahl rollt dein Kopf oder Zahl. Geh mal ein paar Schritte zurück, Digga, bevor du dir gleich eine Schelle einfängst. Ja. Ja. Some similar.
Moloch Dilemma, das Battle endet relativ tödlich. Nimm deine grüne Brille ab, hier steht der Märchenschlosskönig dieser. Sammy ist meiner Schelle nicht würdig. Ich schnitz dir Pausenclown die Augen aus wie dem Halloween-Kürbis. Da packt mich die Mordlust, ich zerkratze deinen Korpus. Bis Blut rausschießt, hast du nicht einen saftigen Vorschuss. Ich schnips auf deine Leipziger Rettung. Da kommt die Feuerwehr und will dich von dem Leipziger retten. Sie holen Feuerlöscher und sind mächtig in Sorge. Wie meine Spitzhacke, mit der ich dich kräftig durchbohre. Ja. Fick dich, Sammy Deluxe, du bist nicht vollständig fresh, nur so Semi-Deluxe. Herr Sorge trug auch gern Material um die Augen rennen, dann macht der Reggie, sah dabei aus wie jamaikanische Rauschgifthändler. Alles klar, Dutch, in dem Battle sagst du halblaut, weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Time! Diese Dynamite, gib mir den Beat-Tropf. Ja. Der Wicked RMC, ja. Sam Similia, Hamburgs Finest, ja. Eigentlich wollte ich einem Tropf wie dir die Bühne nicht geben. Doch die Fans schreien Sam Similia, bring die Bühne zum Beben. Ich hab's domestiziert, ich werd nie mehr eine Bühne betreten. Stattdessen lieber grüne Blüten in die Tüten zu drehen. War's mich heimisch über deine Texte drüber zu sehen. Da war die Lyrik, okay, man kann's nur mit Mühe verstehen. Ich gab dir ehrliches Feedback, doch du hast psychische Probleme. Und plötzlich fing ich bei dir harten Kerlern Gefühle zu sehen. Und so entstand das Dilemma, jetzt willst du battle mit Sam Similia. Der Typ, der früher wie ein Held für die Kinder war. Der erste, der mit Geld seine Tüten drehte, im Zimmer lag. Und das ganze Szene auf die leichte Schulter wie ein Ritterschlag. Jetzt steh ich vor dir, Falco, und fühl mich so wie ein Kinderarzt. Mit deinen nur deutschen Werten, als kämst du direkt aus Zillertal. Was denkt der Spinne da mit seinem doofen Grinsen und einer Visage wie so eine Statue von den Osterinseln? Hamburgs feines Wut, während ich Goldplatten wegschmeißt, droppst du gestotterte Zweckreime in der ostdeutschen Eckkneipe. Sam Similia, the Wicked Dime, see ya. Alter. Boah. Hey, das Battle jetzt gewonnen. Ja, auf jeden Fall haben das definitiv schon mal die Fans von Sammy Deluxe und Moloch Dilemma gewonnen. Also, ja, ja, safe. Das ist auf jeden Fall schon mal hey, so, ne? Krasse Bass. Guter, krass. Guter Sammy, Alter. Noch besserer Moloch Dilemma. Also ich kenne ihn nur von den Battles, aber das war 1:1. Ey, Shoutouts an die zwei. Man kann wirklich nur große, eigenständige Rapper parodieren. Deswegen, das war ganz recht einfach. Je einfacher das ist, jemanden ja. zu parodieren, ja. desto größer ist er auch. Alleinstellungsmerkmal hat er ja. auch dadurch, ja. Er soll die Fans dann entscheiden. Ja, einfach, muss ne? jetzt irgendwie der Fan, der muss das am Ende entscheiden auf dem Kanal. Sagt einfach in den Kommentaren da Bescheid, wer da gewonnen hat. Und dann werden wir hier eine Strichliste führen. Ja. Bis zum Ende hier der ganzen Geschichte mit dem Album. Ich glaube, reicht jetzt aber auch jetzt. Ja, komm, noch reicht. Raus, raus. Komm, Feierabend. Martin, komm. Ah, es war eine schöne erste Folge. Also ich habe sie mir genussvoll reingezogen. Jetzt gibt es auch die Tage schon direkt die nächste. Wie schön ist das denn? Mitten im Boss Life geht jetzt weiter die nächsten Wochen und das erwartet euch in der nächsten Folge unter anderem. Na kommen Sie, jetzt haben wir schon den Boss dazu bewegt, sich endlich herabzulassen. Jetzt müssen wir auch zusammenhalten. Bestellen Sie sich die Box vor.